Yo, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem lang ersehnten Video mal wieder von mir, Freunde. Ja, Freunde, in dem Hintergrund von mir seht ihr eine Karriere-Saison mit dem FC Sunderland, Freunde. Ich bin in der zweiten Saison mittlerweile mit FC Sunderland und habe ein cooles Team zusammengebaut. Sind jetzt keine bekannten Namen. Sind alles Namen von der zweiten und dritten englischen Liga. Und ja, aktuell läuft's so ganz okay. Wir sind in der ersten Saison direkt aufgestiegen, war alles easy. Und ja, Freunde, heute ist aber das Gameplay nur Nebensache. Und zwar habe ich heute ein anderes Thema. Und zwar geht es heute um den ersten FC Köln, Freunde. Ja, Freunde. Und da müssen wir direkt erstmal in den Vollbildmodus reingehen, weil ich da heute nicht so lange darüber sprechen möchte, sondern meine Frust, die schon einiger Zeit in mir steckt, mit euch teilen möchte. Und vielleicht teilt der ein oder andere FC-Sympathisant ja mit mir, der andere vielleicht auch nicht, ist ja auch gut. Und ja, Freunde, auf jeden Fall das dazu. Bevor ich aber loslege, möchte ich erstmal sagen, ja, sorry, dass erst jetzt wieder mal was kommt nach einer gewissen Abwesenheit und soll jetzt nicht heißen, dass jetzt wieder ein Video kommt und dann wieder Pause, ein, zwei Monate Pause ist. Aktuell mache ich halt so ein bisschen was durch, ist jetzt nichts Wildes oder so, sondern sind nur ein paar Sachen, die mich halt ein bisschen triggern. Sei es Wohnung oder so, ist halt jetzt aktuell sehr unzufriedene Lage, die ich jetzt schon etwas länger machen muss, aber ist ja auch jetzt egal. Ja, Freunde, auf jeden Fall wollte ich nur damit gesagt haben, kommt jetzt nicht ein Video, wo halt wieder Pause ist, sondern ich versuche halt mein Bestes jetzt zu geben. Ich will nichts versprechen, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Ja, Freunde, wo fangen wir denn an beim FC? Ja, es ist ja schon lange bekannt, dass der Verein ein Chaos-Club ja ist. Wird ja auch immer wieder betitelt in gewissen Gremien oder Zeitungen, was auch immer. Und ja, Freunde, ich muss sagen, ich habe von den letzten Jahren, die ich FC verfolgt habe, noch nie so was Geiles erlebt wie zwischen 2014, 15 bis 2017, 18, wo alles wieder den Bach unterging. Ich habe mich so krass gefreut damals, dass ein Verein der Verein ist, den ich seit der Schulzeit verfolge und aktiv so supporte. Also jetzt nicht so ein krasser Supporter bin ich jetzt, sondern ich bin Sympathisant, ich mag diesen Verein und ich liebe es auch, andere Vereine zu sehen, die wirklich sehr, sehr kleine Budgets haben, sehr kleine Mittel haben und daraus einen riesen Club draus machen. Bestes Beispiel ist Atalanta Bergamo, ist aber auch jetzt egal. Ja, ich habe mich so krass gefreut damals, als FC die krasseste Saison überhaupt nach 25, 30 Jahren wieder oder 30 Jahren wieder gespielt hat, wo die Platz 5 erreicht haben im Jahr 2016 und wirklich komplett fahrlässig umgegangen ist in der nächsten Saison, sich gar nicht verstärkt hat, den Verein so krass in den Schulden reingetrieben hat und wieder komplett wieder von Null anfangen mussten. Und ja, dann schaust du dir wirklich die Konkurrenz an im Rheinland. Leverkusen ist ja schon länger bekannt, dass sie immer oben mitgespielt haben. Gladbach hat sich so krass stark etabliert. Wir sind ja damals 2008 oder 2007 zusammen in die erste Liga aufgestiegen. Zwischenzeitlich sind wir wieder abgestiegen und dann wieder aufgestiegen. Ist halt ein bisschen bitter zu sehen, dass ein Verein, der wirklich, okay, ich will es jetzt nicht an Zahlen oder so festmachen, dass wir aber wirklich ein Verein sind mit den viertgrößten Mitgliedern, der meisten Einwohner
bewohnten Stadt in ganz NRW sind. Ich will, also wie gesagt, ich will es gar nicht an den Zahlen festmachen, das sollte man auch gar nicht machen, sondern will nur etwas mitgeben, was normalerweise einen komplett anders vorstellen sollte. Und wenn ich mir halt die Konkurrenz angucke, wie Gladbach oder Leverkusen, okay, Leverkusen ist ja schon länger bekannt, dass sie oben mitspielen, wie Gladbach, okay, Düsseldorf ist jetzt auch nicht das Beste, aber selbst wenn wir gegen die mal spielen, hab ich immer riesen Respekt vor Düsseldorf. Und wenn wir uns jetzt mal Gladbach angucken, was sie geschafft haben, da muss man einfach nur sagen, Hut ab, was sie da wirklich seit Jahren mit diesem Manager aufgebaut haben. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Da muss man echt sich eine Scheibe von abschneiden, leider. Das muss man halt wirklich ehrlicherweise sagen. Und ja, Freunde, auf jeden Fall möchte ich jetzt zu etwas aktuelleren Themen hinkommen. Ich wollte halt jetzt nur ein bisschen Revue passieren lassen, was so mich halt ein bisschen getriggert hat. Und ja, wie gesagt, man ist halt fahrlässig damit umgegangen, hat den Schmadtke entlassen, obwohl der Schmadtke damals den Stöger entlassen wollte und die Führung halt dagegen war. Dann wollte er gehen und da wollte er doch Verstärkung irgendwie haben. Ist ja alles wieder durcheinander. Letztendlich ist dann der Schmadtke gegangen, ist nach Fee gekommen. Armin Fee, muss man wirklich sagen, Hut ab, der hat wirklich zwei gute Transfers gemacht von vier oder fünf, ich weiß es nicht. Das ist ja einmal Sebastian Bonneau und Skiri, wobei ich bei Sebastian Bonneau mich komplett am Anfang getäuscht habe und dann von 0 auf 100 innerhalb einem Jahr sich sehr krass entwickelt hat, so gut bei Standards ist, so gut in Zweikämpfe ist. Und ja, was mich aber richtig, richtig gestört hat, ist, dass man ein Florian Wirtz, der 2017 oder 16, ich bin mir nicht sicher, U17 deutscher Meister geworden ist, der Gegner Borussia Dortmund war und dieses super, super, super Talent da gegen die gespielt haben, was der Youssoufa Moukoko da war. Und dass man ihn einfach nach Leverkusen abgibt, das habe ich nie verstanden. Vielleicht war das ja so, dass er aus eigenem Interesse wechseln wollte, aber dass man sich nicht vorher um ihn gekümmert hat, das habe ich nicht verstanden. Er hätte eine super Karriere bei uns eigentlich hinlegen können, aber ich war richtig, richtig enttäuscht, als ich das erfahren habe und gelesen habe. Man hätte ihn, okay, da war ja 15 damals gewesen und man darf ja in der Bundesliga, glaube ich, erst ab 16 spielen. Ob man jetzt bei den Amateuren ihn reinstecken dürfte mit dem Alter, ist jetzt auch die Frage. Weiß ich jetzt nicht, ob man da auch mit 16 erst spielen darf. Aber ich hätte ihn direkt zu den Amateuren oder geschweige denn bei der U19 direkt reingesteckt. So ein super krasses Talent, was ja auch jetzt aktuell man sieht, was man ja auch aktuell man sieht. Jetzt ist er so teuer geworden, dass man ihn gar nicht mehr wieder zurückholen kann, was man wieder mit einer Fernbrille so gern sehen würde. Und ja, ist ja jetzt auch 2 Jahre her, dass er jetzt nicht mehr bei uns ist. Aber das triggert mich immer noch so hart, Alter, dass man ihn, so ein krasses Talent, das wahrscheinlich das beste Talent, was der Verein jemals hatte, einfach abgibt. Verstehe ich bis heute nicht. Naja, ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste. Solche Spieler, die wirklich brutal sich entwickeln, werden so oder so am Ende bei Dortmund oder bei Bayern landen. Da er ja auch U21 Europameister schon ist. Also ich sehe da schon eine sehr goldene Zukunft bei ihm. Und ja, kommen wir jetzt zum aktuelleren Thema, Freunde. Das ist jetzt Sebastian Bonneau und Elias Skiri. Wir haben ja zum zweiten Mal Platz 15 erreicht. Hut ab auf jeden Fall dafür, dass man sich auch auf jeden Fall bei diesem Klassenerhalt, der ja Gott sei Dank dieses Jahr geschafft worden ist, freut, als wenn man die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Muss man sagen, Hut ab, saubere Leistung nach dem Spiel gegen Kiel ist auf jeden Fall gut gelungen. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ich diesen Klassenerhalt geschafft hätte mit dem Team, weil mir auch eine gewisse Last aus den Schultern weg ist. Und ja, also ich bin nicht der Einzige, der so diese Meinung teilt. Es waren sehr, sehr viele Kommentare da, die man lesen konnte, wo
gesehen hat, dass man sich freut, als wenn man Meister oder die Champions League gewonnen hat. Ist ein bisschen Fremdscham gewesen, aber wie dem auch sei, haben wir den Klassenerhalt geschafft. Jetzt ist das aktuelle Thema Sebastian Bonneau und Skiri, wie gesagt. Aktuell will ja Wolfsburg diesen Spieler haben, da ja Lacroix verkauft werden soll, oder beziehungsweise Leipzig diesen Spieler haben möchte, Wolfsburg aber 30 Millionen haben will und jetzt auch einen Nachfolger sucht, hat ja auch einen langen Vertrag, dieser Lacroix. Am Anfang sollte er ja zu Dortmund wechseln angeblich, weiß ich jetzt nicht, ist ja auch nicht mein Bier jetzt, ist aber auch ein krasser Verteidiger, finde ich. Und ja, Freunde, dafür wollen die ja als Nachfolger den Bono haben. Und ja, erstes Angebot bei 8 Millionen, muss man sagen, sehr, sehr krasses, krasses, überkrasses Angebot. Also, dass man da so eine Summe bietet, ist eine Riesenschweinerei, muss man sagen. Dass man, falls die Summe ja auch stimmt, man hat ja nur die Informationen leider aus den Medien. Und ja, eine Riesenschweinerei. Der Spieler Bono hat noch einen langfristigen Vertrag bis 2024. Und ich kann auch gar nicht verstehen, wie man, wenn ich mir die Kommentare angucke oder sonstige Blogger, die diesen Verein ja supporten, sage ich mal. Für mich sind das keine Supporter, aber ja auch egal, dass die da 12 oder 13 Millionen vorgeschlagen haben. Für mich ist er im Leben keine 12 oder 13 Millionen wert. Das ist auch eine Frechheit für mich. Für mich müssten mindestens 15, wenn nicht sogar 20 Millionen auf dem Tisch sein, liegen, weil erstens hat er einen langen Vertrag, zweitens hat er sich innerhalb 2 Jahre bei uns im Verein so krass entwickelt, weil er bei Anderlecht aussortiert war von Vincent Kompany, wenn ich mich irre, der ja Spielertrainer war. Die haben nicht mit ihm geplant, haben ihn einfach abgegeben. Für 6 Millionen ist ein Schnäppchen. Und jetzt kannst du mehr als das Doppelte da rausholen. Aber 8 Millionen oder 12 oder 13 Millionen ist eine riesen, riesen Frechheit. Und wenn ihr mich fragt, verkaufen oder nicht verkaufen, ich würde eigentlich keinen von beiden verkaufen, weder Sebastian Bonneau noch Elias Skiri, sondern ich würde so gerne normalerweise diese Spieler halten, noch 1 oder 2 Jahre. Da wir aber das Problem leider wieder haben, dass wir Schulden haben, beziehungsweise Geld brauchen, um nochmal eine Verstärkung zu holen, sind wir leider gezwungen, die beiden Spieler zu verkaufen, um vorne oder auch hinten eine gewisse Stabilität wieder hinzukriegen. Die Frage ist, da war ja dieser Verteidiger aus Hannover, Sebastian Hübner oder sowas, weiß jetzt nicht genau. Der war ja auch bei der U23 in Köln, hat sich auch gut entwickelt, finde ich, und will jetzt bei Hannover anscheinend nicht verlängern. Auch bei denen hängt der Transfer bei einem anderen ab. Also Hannover hat ja einen Nachfolger, aber sie warten ja noch auf die Antwort von Köln selber. Und ja, das Thema dazu auf jeden Fall. Also ich finde es, wie gesagt, eine Frechheit, dass man so wenig bietet und ja. Da muss auf jeden Fall mehr auf dem Tisch liegen, wenn man diesen Spieler haben will. Also, ich denke, der Spieler möchte gehen. Es ist klar, der möchte sich weiterentwickeln, der möchte Champions League spielen. Ist ja auch alles verständlich. Und da muss man halt leider entgegenkommen und keine Steine in den Weg legen. Und ich denke, der Markt lässt es ja auch zu, dass man noch gute Verteidiger wieder kriegen könnte. Und ja, das dazu. Nächstes Thema, Elias Skiri. Auch sehr, sehr schade, dass wir den abgeben müssen. Wobei man noch leider abwarten muss. Und ja, auf jeden Fall müssen wir auch da schauen. Am Anfang war es ja Chelsea gewesen, danach wollte Lyon den unbedingt haben. Jetzt ist wahrscheinlich auch halb Europa wieder dran. Und ja, da müssen wir halt auf jeden Fall warten. Ich finde auch, dass er da in einer zweistelligen Summe auch verkauft werden muss. Und ja, das war meine Meinung zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, Freunde,
dann lass es mich sehen, gerne mit einem Jürgen nach oben, gerne mit einem Kommentar. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal ein bisschen wieder einen Herzschrittmacher oder ein Atemgerät wieder da lässt. Auf jeden Fall, ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich weiß, ich war ein bisschen weg und ich möchte ein bisschen so langsam mich mal wieder melden und ja. Auf jeden Fall das dazu, Freunde. Ich bin draußen. Wir sehen uns zum nächsten Video mit dem aktuellen Deutschland-Thema. Und ja, seid gespannt, Freunde. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Haut rein.